ganz unwohles Gefühl. Wisst ihr warum? Egal, ob jetzt alle Wogen nicht glatt sind mit Ahmed gerade. Aber trotzdem sehe ich meinen alten Ahmed von damals, den ich auch immer noch im Herzen habe. Moin, du Lieber, und schön, dass ihr am Start seid. Vor allem einzig waren Ahmed. Moin, moin. Ja, moin. Also, ich habe eben schon überlegt, auch wie ich es ausdrücken werde. Und du kannst mir gerne ins Wort fallen, wenn du das anders siehst. Nicht alle Sachen gehören auf YouTube. Wenn ich jetzt irgendwas sagen würde, würde ich eh nur Scheiße labern. Deshalb mache ich es nicht wie andere und erzähle irgendeinen Müll, sondern, ja, warum soll man immer über alles auf YouTube reden? Hat nicht alles was dazu suchen. Richtig. Jetzt sind wir hier unter gutem Aspekt. Genau. Ne, hab zu dir auch gesagt, Ahmed, was möchtest du? Möchtest du ein Video ohne Bewertung, wo ich einfach komm den Laden vorstellen? Richtig. Oder möchtest du eine Bewertung ganz regulär, aber dann knallhart wie immer? Vollkommen. Und du hast gesagt? Bewertung. Ja, ne? Ich bin doch kein Dulli. Geil. Ich war lange nicht mehr so irgendwie hibbelig vom Video. Ja, ich bin auch voll aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber bin gespannt. Ich will dir ja auch nicht an Kahn pissen, aber es muss heute knallhart und ehrlich sein. Ja. Und es ist ja auch ein ganz neuer Burger als damals. Also damals für euch haben wir voll. Burger Vision in Berlin getestet. Und das war auch noch ein anderes Ding, anderer Bun. Bun, Fleisch auch. Fleisch anders. Also was heißt anders? Es ist einfach besser jetzt. Ist besser. Mehr Entrecote drin. Mhm. Und ich will gar nicht so viel reden. Okay. Ne? Ohne viel reden, weißt du. Und einfach essen und bewerten. Okay, machen wir. Machen wir gar keine große Show. Scheiße, Scheiße. Ich zeig mal eben noch mal den Laden. Ja, ich zeig jetzt noch mal einmal von draußen, von drinnen. Ja. Vielleicht willst du da draußen noch selber was dazu sagen irgendwie. Willst du noch einmal mitkommen? Ja, klar. Ja? Ich komm mal mit. Also Ahmed, soweit ich weiß, hat hier auch selber, moin erstmal, moin, hat hier selber auch mitgewerkelt. Der hat 20 Kilo gelassen, als er hier gearbeitet hat. Ja, aber wieder 30 zugenommen, als er wieder auf war. Weil die Burger geschmeckt genau, haben, ne? Geil. Was sagt man nicht, seinen eigenen Stoff? Ja. Das sagt man eigentlich immer, ne? Ja, genau. Man darf nie high werden vom eigenen Stoff. Ja. Genau. Also der Laden, ich bin ja so auch schon vorher vorbeigefahren. Ja. Nichts ragt so raus, nichts macht so viel Eindruck wie Burger Vision hier. Ja, finde ich auch geil. Ich habe auch einfach das Glück, dass ich so eine große Reklametafel habe, also einen Platz habe. Und das habe ich dann auch ausgenutzt. Ne? Ein, zwei Sachen fehlen tatsächlich noch, wie hier zum Beispiel. Da kommt noch unser Mittagsdeal, Lunchdeal mit einem schönen Foto. Ich sag dir auch ehrlich, Hals über Kopf, auch irgendwann aufgemacht, weil irgendwann ging nicht mehr. Ich musste aufmachen. Natürlich, hätte ich und, auch. Ja, die Leute haben gewartet und habe ich gesagt, komm, diese zwei paar Kleinigkeiten kann man im Nachhinein machen. Ja, zum einen will man sehen, wie die Leute reagieren, aber man will auch eigentlich Cash-Mash machen. Nicht ja, Cash, da aber auch, ja. Aber man hat auch irgendwie einen gewissen Druck von den Leuten, weil man sagt, ey, wann machst du endlich auf, wann machst du endlich auf, wann machst du endlich auf? Und klar, wirtschaftlich gesehen muss man auch irgendwann aufmachen, weil sonst geht es nur noch ins Minus. Klar. Okay, geil, geil. Also hier ist direkt an der Straße in der Grindelallee. Wenn ihr, egal wie das jetzt ausfällt, ich kann euch sagen, ein Burger kann immer also unterschiedliche Ergebnisse haben. Ich habe den in Berlin gegessen, ich weiß, was für Zutaten genommen werden. Ich weiß, dass der von der Qualität top ist. Egal was passiert, zieht euch selber den Burger rein. Du redest ja schon so, als wenn er redet so, als wenn er mich schon einfach so gleich 5 Punkte und tschüss. Nein. Hör auf, du machst mir ein bisschen Angst. Nein, ich habe selber so Angst vor diesem Video. Okay, nein, alles gut. Ja. Wir lassen es einfach auf uns zukommen. Wir lassen es auf uns zukommen, wie unser erstes Mal. Ja, genau. Das ist wie vom ersten, nee, das sage ich nicht. Ja. Bauchkribbeln. Ja, Bauchkribbeln, ja. Wo sind Parkplätze sonst, wo kann man gut parken? Du stehst im Halteverbot. Ja, aber ich lade aus. Du lädst ja gerade aus, genau, aus. Der Kamera. Parkplätze hat man hier im Martin Luther King Platz und sonst überall die Seitenstraßen. Okay, Seitenstraßen, sonst gute Bahnanbindung ist ja auch am Start. Ja, Ahmed, ja, komm, dann zeigen wir noch mal Video. Willst du selber die Bilder vom Video machen? Vom Laden? Ahmed, mach jetzt mal wieder vernünftige Aufnahmen. Also eigentlich lasse ich keinen in die Küche. Ja. Ich weiß, was wir uns immer geärgert haben, wenn die Leute eigentlich in die Küche gelassen haben. Ich verstehe es aber jetzt tatsächlich, also aus hygienischen Gründen. Aber wir haben dich hier jetzt verkleidet. Du hast dich komplett desinfiziert. Deshalb geht das. Deshalb geht das. Komm mal rein hier. Moin Männer, grüß euch. So, das sind deine besten Männer hier, ne? Das sind meine besten Männer, das ist der Sandy, ja. Das ist der Abbas, mein Küchenchef quasi, der hat hier quasi alles so im Griff. Ah. Da hinten ist der Carlo, der gerade verschwindet, der hat keinen Bock auf dich. Ich merke schon, aber kann man ihn verstehen, ne? Ja. Aber es wird Kasi. Der hat frei, genau. Ah, okay. Kasi ist ja auch mein Angestellter, also mein Mitarbeiter, der die Geschäftsführerposition hier übernommen hat. Ja, jeder hat, ich sag mal, seine Position, das finde ich immer ganz wichtig. Zum Beispiel der Sandy hier hat angefangen hier. Ganz normal, ich sag mal, an der Pommesstation. Man dachte so, ah, okay, bisschen Zeit gegeben. Zeige mittlerweile einer der besten Griller hier. Der Abbas zeigt den Leuten das auch immer perfekt, dass die auch jede Station einmal wirklich durchlaufen und dass jeder auch die Station drauf hat, falls mal Krankheit oder mal extrem viel los ist, dass wirklich jeder alles kann. Das ist mir ganz wichtig gewesen. Okay. Kasi, für euch nur ein alter Kollege aus Bruxelles. Das war dich nochmal so nachgefragt. Ne? Genau. Geil, ey. Denn, groß zeigen braucht man jetzt in der Küche eigentlich nichts. Die Bad ins Potato Burns vielleicht, die ihr auch habt, die Rolls, die groß, aber und nicht die kleinen. Genau, die 4-Inch, das sieht man. Mhm.
Das merkst du auch beim Essen tatsächlich. Die sind wirklich Sattmacher. Mhm, okay. Also die sind ein bisschen, also man merkt schon, du hast natürlich auch diese Überlappung vom Fleisch, weil man ja auch ordentlich smasht, aber nicht so extrem wie, sag ich mal, bei den Kleinen. Fand ich ganz geil. Sind viel teurer leider und auch von der, wie nennt man das, von der Logistik her, die nehmen viel mehr Platz weg. Wenn du dir vorstellst, in so einem Karton passen von den 4 Tüten rein, von den anderen 8. Und das jetzt musst du dir vorstellen, die kommen aus Amerika. Das heißt, du bestellst immer die Hälfte quasi. Deutlich teurer, ja. Viel teurer, aber es lohnt sich und ich möchte auch was den Leuten geben, ne? Okay, geil. Ich werde auf jeden Fall Abbas ranlassen. Ja. Der macht jetzt den Double Smash. Einfach wie er ist, okay? Ja, dann soll ich sagen, lass los. Double Smash, nicht mal selber machst du, ne? Dann kannst du Verantwortung abgeben, ne? Möchte ich gar nicht. Ja. Ich möchte, dass du ihn so bekommst wie jeder Kunde hier. Ich vertraue meinen Leuten und die sollen das machen. Ja, so muss es sein. Genau. Und vielleicht machen wir auch noch den Chicken. Mal gucken, ob wir den noch machen. Den kannst du so als Beispiel nehmen und wenn du sagst, ey, nehme ich noch ins Ranking rein, weil es einfach der Beste der Welt ist, dann kannst du den noch machen. Das ist gar kein Problem. Ist gar kein Problem. Wir nehmen erstmal den und dann gucken wir einfach, wie das läuft. Maximal gesmashed, maximal gesmashed. Ein paar Zwiebeln nur drauf, so ganz dezent, ja? Genau, weil die karamellisierten Zwiebeln haben eine Süße. Das Bun hat eine Süße. Selbst Soßen, weiß man, Burgersoßen, haben auch eine gewisse Süße mit Säure. Wir wollen halt nicht, dass, sag ich mal, irgendwann ein Feature komplett überhand nimmt. Wir wollen das Fleisch weiterhin schmecken und den Käse weiterhin schmecken. Die genaue Mischung macht es einfach. Okay. Und die hauseigene Burgersoße, gell? Genau. Deutlich mehr Zwiebeln als damals. Die waren sehr dezent beim ersten Mal Burger Vision Test. Ich kann nicht mehr. Maximal heftig geröstet. Ich glaube, der stärkste gesmashte Burger von der Röstung. Die stärkste knuspernde Röstung, die ich bisher beim Burger hatte. Und eine Sache, wo ich sehr Angst hatte, eben als ich das gesehen habe, dass es zu platt ist. Zu chipsmäßig. Keine Saftigkeit mehr. Ist nicht der Fall. Es ist tatsächlich noch saftig. Perfektes Salz. Martin's Bun ist wie ein Chamäleon. In zig Läden gegessen und überall war es anders. Überall war es anders zubereitet. Hier ist es zumindest ähnlich wie bei Goldies. Nicht so komplett sapschig triefend, wo du das Gefühl hast, drückst drauf und es tropft. So ein Mittelding. Super süße. Jetzt kommen die Gurken. Auch sehr süß. Senf, McDonalds-Feeling ist da. Hast du auch schon beim Reinbeißen gemerkt, beim Geruch, bei dem, wo ich immer sage, das steigt auf, das schmeckst du, bevor du es überhaupt im Mund hast. McDonalds-Feeling, jetzt McDonalds-Feeling, Senf kommt. Gurken, Teig-Feeling. Die machen diesen Martin's Potato Bun so, dass du Teig-Feeling hast. Ihr wisst, was ich zu Teig-Feeling sage. Super Salz. Ihr merkt vielleicht, dass ich relativ gefasst bin bei diesem Test, bei dieser Bewertung. Ich merke, wie jetzt alle Augen auf mich gucken. Da wird es immer die geben, die jetzt sagen, wenn ich zum Schluss eine gute Bewertung gebe, ah, hast du wegen Achmed gemacht. Genauso, wenn es eine schlechte wäre, dass die Leute gesagt hätten, ah, da war doch irgendwas, das hast du mit Absicht schlecht bewertet. Bildet euch euer Urteil. Ich will euch dazu keiner Seite drängen. Jetzt kommen die Röstzwiebeln rein. Das ist der Moment, wo sich der Käse mit den Soßen vermischt, mit den Zwiebeln. Du die geballte Käsepower hast. Vorher nicht zu käsig gewesen. Es ist immer Gefahr, dass Käse überwiegt. Ist eine Ansage, Leute. Wirklich besser als zuvor in Berlin. Ich erlaube mir gleich noch einen Spaß mit Achmed. Ich nehme gleich noch den Chicken Burger. Ich kann euch eins sagen, keine heftige Bewertung mehr. Es wird eine gute Bewertung, sage ich euch so, wie es ist, ohne den Undercover-Test. Das heißt, ich muss noch mal wiederkommen an einem anderen Tag und Undercover-Test durchführen. Denn ich hau nichts mehr in mein Ranking rein, in der Größenordnung ohne Undercover-Test. Mach noch Chicken Burger und dann seht ihr später noch den Undercover-Test. Vorher wird hier gar nichts passieren. Achmed! Hoi, 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 hoi. Willst du dich hinsetzen einmal? Ja.
Du siehst schon, ich habe eine Überraschung für dich hier, Ahmed. Ist das eine Waage? Da passe ich aber nicht drauf. Nee, da passt du nicht drauf. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Ich habe eingeführt, auch das Wiegen der Produkte. Ach so. Ja, und dein Fleisch hat 8,73 Gramm weniger als in der Angabe. Echt? Das ist tatsächlich passiert und es wurden sogar Spuren von Schweinefleisch gefunden. Ja, das war schon. Also, das Ding ist, Alter, Fleisch, da musst du ja den Käse runterkratzen, Zwiebeln, das geht gar nicht, aber alles gut. Nein. Hast du den ganzen Burger gewogen? Nein, ich hab gar nicht. Ach so, einfach so? Ja, ich wollte ihn nur aufnehmen. Schweinefleisch war, wusste ich sofort. Dudi, also, pass auf, erstmal jetzt. Wir werden, bevor mein Hunger weggeht, ich will noch mit vollem Hunger noch mal den Chickenburger testen. Sehr gerne. Ich kann dir schon ein bisschen die Last von der Seele nehmen, es war maximal heftig. Ja. Es war maximal heftig, auf jeden Fall besser als in Berlin. Deshalb wird der Undercover-Test auch noch kommen. Gerne. Der wird in diesem Video erscheinen. Gar keine Angst. Und da scheiden sich die Geister. Ich halte, also zum Schluss, wie gesagt, wenn was performt, muss es so. Punktzahl sage ich dir nachher noch mal eben. Gerne. Aber erstmal schnell den Chickenburger, okay? Gerne. Geil. Yes, baby. Das Ding ist, den Chickenburger hast du zum Beispiel noch gar nicht gegessen, ne? Habe ich noch nicht gegessen, ne. So, kann ich auch sehr gerne was zu erzählen. Ja. Ich habe ja zusammen mit dem Murat das Ding 6 Monate wirklich konzipiert. Also auch das Fleisch, allem drum und dran. Wir haben die Oberkeule, also es kommt eingelegt. Ja. So, dann haben wir eine Mehlmischung mit 12 Gewürzen, ja, die ich selber entworfen habe. Wird schön fest rangerückt, dann kriegt es noch ein Wasserbad. Viele denken jetzt, oh, aber das ganze Mehl umgeht doch alles ab. Ja. Quatsch, guck mal, ist noch genau so. Alles dran. Nochmal meliert für den Double Crunch. Da so mal interessant vielleicht zu wissen, für Leute jetzt aus Gastronomensicht. Hat ein Gastronom jetzt nicht Angst, dass jemand es so nachmacht? Ja, ich sag dir auch ehrlich, du bist der Erste, der das sieht, das ist Premiere. Ja. Aber dafür müssen sie ja erstmal das gute Fleisch kriegen, die Gewürze wissen, wie es eingelegt wird, etc., etc. Temperatur der Fritteuse vielleicht noch, sonst was. Genau, halt. Es sind sehr viele Punkte, sage ich mal, die da mitspielen und deswegen habe ich da gar keine Angst. So. Okay. Noch extra ein Becken nur fürs Chicken. Das ist der einzige Nachteil, den wir hier beim Chicken haben. Es wird zwischen 7 und 8 Minuten frittiert. Und gerade bei so Rush-Hours wie Samstag, wenn hier wirklich die Hütte brennt oder Freitag, dann ist das natürlich so ein bisschen schwierig. Ja. Aber das Ding ist ja beim Chicken, selbst wenn es rauskommt, musst du sowieso noch ein bisschen ruhen. Es kann gerne 10 Minuten liegen, wird sogar noch besser. Es zieht doch mal nach und du hast nicht einen verbrannten Small, weil du reinbeißt, du verbrennst dich. Aber ich kann auch frisch, Oder soll ich wirklich lieber warten? Nee, also ich hol's raus, 2 Minuten. Okay, und dann ist auch gut. Nicht, genau. Also ich muss nicht 10 Minuten warten. Nein, mach ich aber auch nicht, ehrlich gesagt. Aber man sagt das halt so, ne? Dass sie nochmal nachziehen, aber braucht es an sich nicht. Okay, perfekt. Da kommt eine Knoblauchmayo drauf, da kommt auch die Smash-Soße drauf, ganz Ticken Röstzwiebeln und eingelegte Gurken und das war's. Der ist maximal krass. Auch mit Öl, auch so ein Ding, am Anfang voll das Chaos gewesen, weil es am Anfang hieß, nimm einfach Rapsöl, 2 Tage und wechseln. Selbst Ölmanagement ist unglaublich, was man da machen kann. Ja. Ich greife nur noch zu dem super Healthy Green Long Life Öl, hab mir einen extra Öltester auch geholt, prüft das immer, filter das immer. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Öl ist so ein Ding. Du kannst die besten Pommes haben, wenn dein Öl kaputt ist, also wirklich tot, man sagt, das Öl ist tot, Digga, dann siehst du es auch an der Pommes, es wird durchsichtig. Kennst du das? Ja. Wenn du eine Pommes so 8-mal frittierst, so, da hast du diese Probleme. Okay. Und das sind auch die Magenproblem-Pommes wahrscheinlich, ne? Genau. Gleich kommt noch auf dem Chicken ein kleiner Spritzer Knoblauch drauf, damit du auch schön beim ersten Bissen direkt die Soße hast. Geil. Und die hat so einen Tumi-Faktor. Du kennst doch beim Shawarma. Ja. Tatsächlich schmeckt die so. Die hat so einen Tumi-Faktor, ja? Ja, ja. Die hat wirklich Wumms. Boah, Knusper des Todes, ne? Ja, das ist, so muss es aussehen. Ja, ist schon krass, ja. Mega, danke dir. Dann komme ich gleich diesmal wieder hinten raus. Zu Runde 2. Double Fried Buttermilk Chicken. Man merkt im Biss übertrieben diese 2 Schichten. Man merkt es richtig, knack, 2. Schicht, knack. KFC-Vibes, in der Hinsicht muss ich eingestehen, leichte, süße Paprikanote. Früher habe ich KFC noch als sowas ganz Krasses in Erinnerung. Und inzwischen irgendwie nicht mehr. Das hat KFC-Vibes, auch vom Feinsten.
Ist eine leicht tomatige Burgersoße. Leichtes Mayonnaise und tatsächlich Thunfeeling, aber nur so ein Touch. Das ist eine arabische Knoblauchsoße für die, die es nicht kennen. Todessaftiges Chicken. Todessaftig, wirklich. Kann mich nicht an so einen saftigen Chickenburger erinnern. Jetzt kommen die Gurken. Das ist diese Hähnchenkeule. Hier kommt dann das etwas magere Stück. Etwas fester am Biss, aber positiv fest. Da hinten das saftige, fettige. Eins muss man Achmed sagen, wenn er was macht, macht das richtig. Das war damals so und ist heute immer noch so. So eine hart knusprige Panade. Bann passt perfekt. Ein grüner Abschluss vom Burger. Süße unter anderem von den Gurken, vermischt sich mit der Burgersoße. Neuer Geschmack entsteht. Heftige Fusion. Würzig, kräftig. Puh, das ist ein Video, sage ich euch wirklich, das man eigentlich gar nicht veröffentlichen darf, weil es so viel Angriffsfläche gibt dafür, dass mir jetzt nachgesagt wird irgendwie, ich mache das, weil es ein Kollege ist. Und aus dem Grund werde ich eine Sache gleich nochmal revidieren und nochmal zumindest ansatzweise was dazu sagen, nämlich dazu, warum ich so lange kein Video hier gemacht habe. Und das mache ich nur aus Eigenschutz, damit mir jetzt nicht gesagt wird, irgendwie, der macht das nur, weil es ein Kollege ist. Also sonst kann ich so ein Video so nicht veröffentlichen. Jungs, habt ihr super gemacht am Grill. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Danke, Jungs. Und ich habe dich gerade gefragt, wie oft hast du den Chicken Burger gemacht und getestet, bis der so war? Den haben sie auch in allen Burger Vision Filialen jetzt, durch deine Kreation. Ja, ja. Also ich habe, wie gesagt, mit Murat daran echt lange rumgefeilt. Ich war 6 Monate daran. Allein an dieser Panade und diese Schritte, die dazugehören. Also ich konnte ihn danach gefühlt 4 Monate nicht mehr essen. Ich habe ihn gerade zum ersten Mal wieder gegessen. Das ist einfach geil. Du hast fast gekotzt beim Testen. Muss man einfach sagen, irgendwann kommst du aus dem Hals. Ja, scheiße, glaube ich. Du bist aufgeregt, Alter. Du bist aufgeregt? Ja, sehr. Also. Erstmal Folgendes. Ich habe jetzt gesagt, ich muss Folgendes sagen, weil sonst komme ich einfach in Gefahr, dass die Leute denken, hier, ja, der macht Kollegenbonus. Deshalb will ich eine Sache aufklären und ich hoffe, du bist damit fein, sonst müssen wir es halt rausschneiden. Ich muss was anderes überlegen. Okay. Also nur damit ihr wisst, dass das hier kein Bonusvideo ist. Achmed und ich hatten ein bisschen Streit, sagen wir mal so. Warum? Bleibt aber unter uns. So, es musste nicht alles bei YouTube rein. Und wir hatten ein klärendes Gespräch. Niemand hat irgendwie vom anderen die Frau oder sonst was, wisst ihr. Deshalb ist es jetzt nicht. Spekulation, die waren schon hart, wo ich dachte, boah, eigentlich, das geht schon zu weit. Genau, deshalb hat uns ein Gespräch gereicht, dass ich hier bin. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt wieder Best Friends sind und irgendwie jede Woche essen gehen. Es ist immer noch flaues Gefühl im Magen, sage ich ehrlich. Mhm. So, und ich bin jetzt hier nicht unter Kollegenbasis, sondern im Großen und Ganzen, weil der Burger in meinem Ranking steht. Und nicht Achmed zuliebe, sondern einfach, weil es meine Dein Pflicht Ranking ist. Zuliebe. Ja. Ja. Muss ich einfach sagen. Ja. Und ich kann dir sagen, hätte ich jetzt spontan gesagt, hätte ich den Burger nicht schlechter als Goldies bewertet. Aber weil das so eine immense Entscheidung da vorne ist, werde ich da noch ganz kurz, nee, keine Angst, es gibt jetzt kein dickes Goldies-Video. Seht mich am Schluss mit dem Burger in der Hand, es gibt eine Entscheidung. So, der Burger in meiner Hand, bam, 30 Sekunden Entscheidung. Einmal noch, weil ich habe eben auch schon vorne gesagt, ich war ein, zwei Mal bei Goldies. Mhm. Auch nicht so zufrieden mit anderen Bewertungen. Bei mir Hobbs Burger zum Beispiel bin ich auch nicht mehr ganz einverstanden. Weil ich noch mal mit jemand anderem, da war noch heftiger. Deshalb in meinen Top 5 von 7 ein bisschen noch Modeln. Chicken Burger könnte ich vielleicht einfach mal sagen, würde ich eine 9,2 geben. Einzige Chicken Burger, der komplett bei mir abreißt. Also, oh, der ist wirklich, der ist sehr stolz. So heftig. Dankeschön, Mann. So heftig. Geil, Mann. Den lassen wir jetzt mal außen vor, aber wegen den anderen Sachen werdet ihr jetzt sehen, wie ich die Entscheidung mache, ob ich vielleicht irgendwas noch in einem anderen Video mache, weil es sonst zu lang wird. Aber ein, zwei Dinger werdet ihr hier auf jeden Fall noch sehen jetzt in diesem Video. Und natürlich noch undercover, weil dann können wir uns eh schenken. Dann können wir uns schenken. Nein, brauchst nicht schenken. Wird genauso sein. Aber du hast mir jetzt gar keine Punktzahl genannt, oder willst du das? Das muss ich noch. Ich bin da so durcheinander gerade. Ich muss das direkt aneinander, auch mit Goldies nochmal. Ist 9,4, glaube ich, gerade. Das heißt, Gold ist gerade auf der 2 aktuell. Okay. Ja, und da gucke ich gerade. Krass, Alter, heftig. Ja. Aber ich sag dir auch ehrlich, es wundert mich nicht. Ich weiß, dass der Burger wirklich krass ist und so ein Update genossen hat. Wir feier ich. Wir gucken uns das an, aber undercover verkacken die meisten. Und die meisten denken, sie verkacken nicht undercover. Deshalb, wir lassen das offen. Ja. Wir sehen uns hier dann irgendwann. Du wirst wahrscheinlich nicht mehr da sein. Du wirst von mir telefonisch vielleicht oder auch erst im Video. Du kannst mir gerne sagen, wenn du hier gewesen bist. Du musst mich natürlich nicht vorwarnen. Okay. Macht ja keinen Sinn sonst. Aber genau, du kannst mir gerne dann sagen, ey, pass auf, ich war jetzt da, so und so sieht's aus. Das wäre nett. Danke fürs Kommen. Sehr gerne, sehr gerne. Okay, geil, die. Korrekt, Mann. Wir sehen uns undercover. So, dann sind wir wieder am Start. Am anderen Tag hier mit einem guten Kollegen hier. Ne? Der ist heute, macht uns den Undercover-Agenten. Genau. Ja, der hat sich extra gemeldet, kommt extra aus Kiel her, um den Undercover-Agenten zu machen. Genau, ja. Ja, heftig. Kuss dafür. Ja. Ich habe schon gesehen, gesagt eben, du siehst, man sieht deine Augen nicht, high für 3 siehst du aus. Aber er hat versichert, er ist komplett nüchtern, ne? Genau, ja. Ganz normal nüchtern.
genau. Perfekt. Okay, also wir werden ja Hobbsburger werden wir testen. Für euch nochmal, ich brauche gerade die Einordnung da oben im Ranking. Manchmal ist man so ein bisschen lost und ich brauche die direkte Einordnung. Ich weiß, was Hobbs für eine Punktzahl gekriegt hat. Ich werde das jetzt heute nochmal testen mit euch, um danach auch Burger Vision einordnen zu können. Und Goldies auch noch. Wir werden da jetzt hochgehen, dann gucken wir, wo ich mich am besten aufhalte. Direkt, dass du nur ein paar Meter zu mir machen musst und wir steppen hoch auf Undercover machen jetzt. Wir. Ne? Okay, machen wir. Ich werde irgendwo auf der linken Seite ich warten. Also wenn du vorbeigehst, fange ich dich ab. Wichtig ist, dass du normal bestellst, wie für auch für ein Tablett. Ja. Entweder du nimmst das ganze Tablett mit oder du nimmst so einfach den Burger. Okay. Mein Grüße. Er ist verboten. Ja. Ali, grüß dich. Du musst einmal für mich klären, Ali. Wir dürfen nicht filmen. Wir haben gerade Absage gekriegt hier vom Sicherheitsdings. Wir müssen uns eine Genehmigung holen, sagt er. Wo ist er denn? Der ist da vorne, der Sicher... So, Ali klärt das. Okay. Ahmed holt einmal den Security-Typen her. Ali gibt ihm jetzt aber richtig Einlauf. Kann er sich warm anziehen hier, der Ali. Nicht Ali, der Sicherheitstyp. Die machen nur ihren Job, aber ich mache wirklich immer sehr gute Promo für so eine Food-Kurz oder wie das heißt. Lass ihn den Sack hier haben. Alles klar. Ali Bengali, Stirnacken-Ali. Ist hier bestes Falafel, ne, Ali? In der Stadt sagst du? Ja, perfekt. Das bestimmst du. Hier müssen wir auch noch mal testen irgendwann, aber alle sind begeistert. Und Alis Gemüsekebab, Ali hat geklärt, dank ihm. Danke, Ali. Wir sehen uns, ne? So, Ali muss weiterarbeiten. So, ich gebe dir mal eben einfach jetzt Knete mit. Die drücke ich dir einmal in die Hand. Kannst du nehmen. Und dann holst du uns den Italien raus. Und ich warte hier vorne an der Ecke einfach. Ne? Ich gucke, wenn du kommst von hinten schon, am besten aufs Tablett. Oder kannst du mal eine große Italien? Genau, wenn jemand heult, dann nimmst du einfach auf die Hand. Okay. Und grüß dich. Zufällig vorgestern das erste Video von dir gesehen. Ah, das und freut jetzt sehe ich dich hier, richtig witzig. Geil, cool. Das war die schlechteste Döner in irgendeiner Stadt. Habe ich eben schon jemanden getroffen, der hat auch schlechtes Döner gesehen als letztes Video. Ja. Ahmed, wir glauben an dich. Ja. Kannst du heroische Musik einspielen? Sagt man das so? Ich hau manchmal Ausdrücke raus. Hier für Ahmed, wie er da. Kannst du rückwärts einmal in die Richtung gehen? Ja, genau. Wir brauchen geile Musik jetzt für Ahmed. Ja, genau. Genau so, Bruder. Ja, Mann. So will ich das sehen. Perfekt. Du hörst den Security um. Props gehen raus an Herrn Hagenbeck. Danke dir nochmal, mein Lieber. Ne? Herr Hagenbeck hat es dir gegeben, ne? Ja, er kann das ja entscheiden. Genau. Herr Hagenbeck hat es dir gegeben. Kann gut sein. Ich hab meinen Job. Nein, habe ich auch gesagt. Du machst nur deinen Job. Du kannst ja nicht, hier können ja nicht irgendein Hans und Franz kommen und sich hier, sag ich mal, irgendeinen Scheiß hier machen. Da musst du ja aufpassen, ne? So sieht's aus. Geil, freue ich mich. Danke, danke. Vielen Dank. Ciao, ciao. So, ich weiß schon, wo ich esse. Hier, ich hoffe, mich schickt niemand weg, wenn ich hier einen Burger gleich esse. Ich bestell hier sonst noch mal eben was zu trinken. Das ist gut. Dann werde ich hier nicht weggeschickt. Besser Mann, Holle, ja. Guter Mann. Wenn ihr Supplements braucht, Leute, denkt dran. Holle 10 ist der Code bei ZEC Plus. Alles, was ihr braucht, von Equipment bis Eiweiß, Kreatin, Aminosäuren. In jeglicher Form, Qualität made in Germany. Link selbstverständlich in der Videobeschreibung. Holle 10. Mein Chef. Da ist mein Mann. Geil, hast du auf die Hand bekommen, ne? Normale Größe? Ja, genau. Alles normal. Okay, sehr schön, Digi. Sehr schön. Kuss, 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 danke. So, ich muss komplett in meinen Tunnel. Ich bin abgeleckt. Dieser Rauchgeschmack von Hobbs ist andere Liga. Dieses Feuer, was da an Burger kommt, das ist verzaubert. Das ist weiches und das ist sapschig, das drückt sich ein. Also bei dem Bun, das ist ein Bun, da weiß ich, der fetzt. Weil das Feeling hatte ich noch nicht bei ihm. Das ist das erste Mal sogar, dass ich dieses Feeling habe, als würdet ihr in Spare Ribs beißen. Ein gewürztes Spare Ribs, die über dem Feuer gegrillt wurden. Unmenschlich heftiges Feeling. So eine geschmeidig weiche Soße, oh, samtig weich wie Seide. Weiche Käse, Alter, das ist einfach ein Fest. Seidig weiche Soße ausgerollt, bam, vermischt sich mit einem sanften Käse, bam, an die Geschmacksnerven. Banner und Pollen sapschig. Es ist nicht Medium, aber du schmeckst es komischerweise nicht. Es stört nicht, wenn du nicht reinguckst, hätte es dich nicht gestört. Dann kommt leichter Pesto-Kitzel. Pesto-Kitzel, ihr habt richtig gehört. Ganz kurz die Geschichte von dem Burger. Der Besitzer Zulfi ist nach Italien gereist, hat ausprobiert hier und da, hat sich vom Burger inspirieren lassen, hat diesen Burger, weiß nicht, ob er da sich sogar sagen lassen hat, das Rezept und so weiter, hat diesen Burger nach Deutschland genommen. Er hat ihn mir hier angedreht. In Italien würde ich niemals anrühren. Wenn ich schon Italien lese, wird nichts. Aber der ist End-Level. Der Biss ist so weich. Ich habe meinen geschmeidigen Biss gerade gesehen. Als würdet ihr vom weichesten, zartesten Hack abbeißen mit dem weichesten Brot, knabbert das runter. Oh.
das löst sich so leicht. Und diese kleine, feine Säure von der Soße löst sich so leicht, das Hack voneinander, als wäre es nur ganz leicht aneinander geklebt. Ich habe im anderen Video mal gesagt, so ein Bröckelfaktor. Dieser Burger wird jedes Mal besser. Hier ist er sogar noch, man sieht es jetzt wahrscheinlich nicht, so minimal rosa. Sulfi, du lieferst ab, auch undercover. Freut mich immer sehr, wenn die Gastronomen abliefern. Ich hasse Downgrades. Ich bin baff von dem Burger. Bewertung später, da hat er mich gekillt. Sulfi, bester Mann, dass wir in Hamburg so eine Banger haben an Burger. Noch vor einem Jahr nicht denkbar gewesen. Wir sehen uns gleich, Männers und Frauen. Viele Frauen gucken mit ihren Männern inzwischen. Begrüße ich sehr. Ich liebe Frauen. Ob Sulfi da ist? Ach, Sulfi ist sogar da. Mach einfach so weiter, als wären wir nicht da, Sulfi. Ich werde dich ein bisschen ablichten dabei. Würdest du sagen, Ahmed, hübschester Gastronom, den du je gesehen hast? Ja, wahrscheinlich, auf jeden Fall. Das ist heftig, ne? Ja, ja. Topmodel, ja. Ja, genau. Top. Auch Sulfi. Körperbau, alles top. Ja, ja. Stabilen Spannenk hat er auch. Aber glaub mir, wenn er Bauch hoch macht, ich mach ihn kaputt. Glaub mir, mein Bauch ist heftiger, ja. Ja, glaub ich. Hab ich gesehen. Hast du gesehen, ja? Ja, ja. Aber so viel schon stabil. Also seine Frau kann sich nicht beschweren. Er war gönnt. Ich muss ihn gleich nochmal ranholen, mein Lieber hier. Also Laden full bei Zulfi, guck mal. Freut mich. Und das um 12 Uhr oder so haben wir es. 12, halb eins, Laden full. Ja, okay, ist eigentlich gute Zeit zum Mittag, was laber ich, aber so muss das. So viel, mein Lieber, grüß dich. Danke. Alles gut, ja? Alles gut. Oh, sehr gut. Wir haben gerade gesagt, du bist der schönste Gastronom in Deutschland. Obwohl ich gerade 10 Tage flach lag. Ja, aber sieht man dir nicht an. Also, Undercover-Test war... Du verziehst dein Gesicht, das gefällt mir nicht. War sehr gut. War wirklich heftig. Also ich weiß immer noch nicht, wie du mit diesem Feuergeschmack an Spieß gehst. An Spieß, ja. Wahrscheinlich bin ich schon wie bei Döner, Leute. Ans Fleisch, das ist krank. Also man hatte sogar Spare Ribs Vibes. Ich weiß direkt vom Grill so, oh, das ja, war ja, ja. Krank. Die. Hast du Italien gehabt? Ich habe Italien, wie immer. Das ist ja jetzt mein Favorite. Ich mache bei Idee auch nochmal komplett Auseinandernehmung irgendwann jetzt demnächst. Zweitkanal. Ja, schreibt rein, wenn ihr Bock drauf habt, dann nehmen wir auch mal die ganzen anderen Burger, was halt, so wie es geht. Ja, ja, ja. Also ich wollte dir einfach nur kurz sagen, du hast performt. Der war sogar besser als letztes Mal. Ehrlich? Ja, ihr verbessert euch immer weiter. Geil. Ja, cool. Und das ist undercover, ne? Undercover, da fliegen eigentlich alle raus. Also ja. Die meisten, ne? Ja. Nee, wir machen da kein extra Ding raus. Also geil. Fühle ich. Geil. Ja, Zulf, mach dir einen schönen Tag. Hoffe, ich hab deinen Tag versüßt. Ja, definitiv. Ne? Immer wieder. Und der Mann hat auch noch Zutritt, ja? Ja, ausnahmsweise. Er hat doch die ganze Zeit in die Knie geräudert. Ich sag, setz dich doch hin, pflanze gehen. Also, nee, ich war dir. Geil, okay, die. Ali, dir nochmal Dankeschön, du hast geklärt. Danke. Baby, alles Gute. Wisst ihr Bescheid, Habibi Ali unbedingt einen Besuch abstatten hier bei Alis Gemüsekebab. Ahmed ist so geil. Ich habe mich früher immer gefragt, weil es hat früher immer viel geschrieben, weil ich bei Instagram habe ich ja mal so Zahnarzt, so Sketches gemacht. Da habe ich immer gefragt, wer denkt, ich bin wirklich Arzt oder was in deinen Köpfen vorgeht. Aber der dachte bis heute, ich bin Zahnarzt. Ja. Wir sind am Start. Ahmed ist auch am Start. Ahmed checkt den Burger von Ahmed aus. Das checke ich jetzt erst, Mann. Ich habe schon einen Plan. Wir scheißen darauf, ich will jetzt nicht unnötig lange in die Länge ziehen. Wir machen das jetzt. Wir schaukeln das, Ahmed, ne? Ja, machen wir. Wir sind ein! Ein. Team! Team, ja. Team! Wir sind ein! Ein Team! 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 Also wir machen sogar so jetzt Special. Ja, beim normalen Cheeseburger mache ich mir keine Gedanken. Also wir machen sogar Chicken Burger an einem anderen Tag. Weiß nicht, ob anderes Video. Ist erst mal irrelevant, denn wir wollen jetzt nichts gefährden. Sonst hätte ich gesagt, nimmst du noch ein Kindermenü mit, sagst, deine Frau kommt gleich. Es ist jetzt nicht so lange her, dass wir da waren, also anderer Tag, safe. Aber wir machen jetzt keine Experimente normaler Cheeseburger. Oh ja, oder wir nehmen zur Ablenkung. Ich schieb Panik, ey. Du fragst erstmal, bevor du irgendwas holst, fragst du, ob die Kindermenü haben. Dann bestellst du was für Kinder, Nuggets, keine Ahnung, Pommes. Denn... fragst du, oder ich nehme normalen Double Smash Burger auch noch mit. Okay. Double Smash brauchen wir noch, okay? Machen wir. Perfekt. Tut mir leid, Leute, aber ich schieb Filme, wirklich. Ich schieb Filme. Ahmed weiß, wie das läuft, kein Risiko. Der weiß auch, ich werde mir jetzt keine 3 Wochen Zeit lassen. Du musst wirklich als erstes fragen, nach, ob die was für Kinder haben. Okay. Und ja, ich warte hier vorne, du schreibst mir gleich, wenn der Burger fertig ist, dann komme ich. Also, gerade schon mal gefragt. Ahmed ist nicht da. Mal gucken, ob die Angestellten ihn auf der Nase rumtanzen, wenn er nicht da ist. Und den Burger einfach mal auf, keine Ahnung, Freestyle-Basis machen. Wir schauen. Ich bin sehr gespannt. Wir sehen uns gleich. Oh, Ahmed ist wohl doch da. Okay, ich nehme alles zurück, was ich eben gesagt habe. Jetzt geht's los. Essen ist fertig. Ich werde direkt da vorne vorsprinten. Holle kommt! Holle ist am Start! Stabil, die, stabil. Erster Biss trockener, zu trocken, muss man im ersten Biss sagen.
Dieses heftig Smashen ist ein ganz schmaler Grat. Das sind manchmal Millisekunden, ob zu trocken wird oder nicht. Und wenn du das dann 5 Sekunden zu lang drauf lässt, kannst du den Burger knicken. Nicht, dass du den Burger knicken kannst, nicht falsch verstehen. Ich snack mir jetzt rein, aber ist ganz wichtig. Präsentere Süße als letztes Mal. Geil aber. Beinahe so ein bisschen Honig-Feeling. Wild, Leute. Also, ich sage euch ganz genau, was in mir gerade vorgeht. Ganz unwohles Gefühl. Wisst ihr warum? Egal, ob jetzt alle Wogen nicht glatt sind mit Ahmed gerade. Aber trotzdem sehe ich meinen alten Ahmed von damals, den ich auch immer noch im Herzen habe, sehe ich jetzt vor mir. Und es tut mir leid, dass ich sagen muss, dass er nicht so stark war wie letztes Mal. Lange nicht so stark wie beim letzten Test. Muss mal eben überlegen, was ich für eine Punktzahl gebe. Oh, dann weiß ich nicht, ob ich es übers Herz bringe, da jetzt reinzugehen. Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Das hat nichts damit zu tun, irgendwie keine Eier oder so. Das ist einfach Menschlichkeit, Leute. Ah, scheiße, ey. Goldies muss ich trotzdem nochmal neu einordnen, weil mit der Bewertung bin ich nicht mehr ganz zufrieden da oben. So, ich denke nochmal kurz nach, Leute, und dann sehen wir uns gleich, wo auch immer. Kompromisslos, Leute, zu doll gesmashed. Goldies Problem am Anfang, es war zu doll gesmashed, wirklich, einfach kompromisslos. Und die Verhärtung, die war nicht, boah, na, scheiße, ey. Double Chicken müssen wir einen anderen Tag undercover machen. Macht jetzt keinen Sinn mehr. Er tritt dagegen einfach, voll random. Ihr könnt auch rein, ja? Wir testen heute einen Döni und vielleicht auch einen Burgi. Okay. Hamburg, ja. Wir testen okay. Hamburg. Und den hier? Nee, der nicht. Habt ihr gesehen, wie der dagegen getreten hat eben? Nee. Voll random. Der Typ hat dir einfach gegen getreten. Echt? Egal, Ja, nee, wir haben Burger Vision gerade getestet. Ah, und wie war's? Mhm. Mach immer so Tests mit Kamera und ohne Kamera leider ein bisschen. Ich kenne deine Videos. Ach, du kennst sie? Ja, na klar. Das wäre ja eine Ehre. Testest doch immer so viele Döner. Döner ist mein Hauptgebiet, sag ich mal so. Ja. Vielleicht kannst du dich als Undercover-Agentin bewerben. Ja, mach ich. Wärst du dabei? Ja, klar. Wirklich? Ja. Gibst du eine Hand drauf? Ja. Schreibst du mir bei Insta? Ja. Okay, dann machst du nächste Undercover-Agentin in Hamburg. Okay. Aber du bist volljährig. Ich bin volljährig. Wie alt bist du? 19. Okay, dann geht das gerade noch klar. Also mach den Daumen hoch, wenn wir einen 19-jährigen Undercover-Agentin brauchen. Ja, und Leute, abonniert den Kanal und wünscht ihm viel Erfolg. Ja, so ist das. Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, noch eine gelungene Einlage. Also denkt dran, Leute. Und Daumen oben knallen lassen. Mann, ey. Ja, das hätte ich auch noch sagen sollen. Ich weiß nicht mehr jetzt, was ich sagen soll, Mann. Oh. Er tritt da einfach gegen die Tür, geht vorbei, tritt gegen die Tür. Voll random. Er geht vorbei und bam, tritt gegen die Tür. Besser Mann, ey. Scheiße, dass ich den nicht drauf hatte. Ärgerlich. Ja, ihr denkt jetzt euch auch schon, wie das labert Holle da für eine Scheiße die ganze Zeit. Ich muss jetzt überlegen, wie ich damit umgehe. Ich muss es eigentlich Ahmed sagen, ey. Ich muss es Ahmed sagen. Scheiße, ey. Was gebe ich in Dings? Hops. Das sage ich euch danach. Erstmal gehe ich zu Ahmed, dann kriegt ihr die Hops-Bewertung auch noch. Ganz fit. Die Hops hat abgerissen. Moin, Chef, grüß dich. Moin. Alles gut bei dir? Crazy, Digga. Ja, lustig, dass ne? Man dich mal sieht. Ich war gestern schon hier. Gestern hättest du mich hier auch treffen können, ja? Ja, klar, die können wir machen. Echt, deine Freundin sogar? Ja, beide. Alter, hört ihr das? Das beide könnt ihr rausstellen. Ihr könnt das nur mit der Freundin filmen, kannst du drin lassen. Okay. Geil, ja, mach gerne die. Mach gerne. Frag die Jungs mal, schönen Tag noch, ne? Ich grüß dich, ne? Ist Ahmed da? Bitte? Ach, ist Ahmed da? Gerade nicht da. Ist nicht da? Gerade nicht da. Nein! Dann gebe ich dem Smasher drin Feedback einmal kurz, okay? Ja, gerne. Okay, machen wir so. Ach, moin Jungs, grüßt euch. Wo ist mein Chef-Smasher? Wir waren schon da, undercover, moin. Mein Lieber. Wir waren schon undercover da. Gut, danke dir auch. Ja, gut, danke. Ja, wer das Video... Ach nee, das ist ja noch das gleiche Video. Ich wollte gerade sagen, wer das andere Video nicht gesehen hat, wir sind noch im gleichen. Ich gebe dir mal kurz Feedback. Ich gebe Ahmed so ein Feedback. So für euch auch, Leute. Ich gehe jetzt mal einfach vom besten Versuch letztes Mal aus. Bester Smashburger in Hamburg. Und... Oh, ganz, ganz oben mit dabei. Auch Deutschland-Ranking. Ich müsste das erstmal einranken da oben. Dafür müsste ich jetzt nach Berlin fahren, um da eine genaue Aussage drüber zu bringen. So wie der Burger gestern performt hat. Ich brauche, wie gesagt, den direkten Vergleich um einen 100%igen. Das ist so wichtig, da brauche ich nochmal den direkten Vergleich. Deshalb, ich mache auch nicht zum Spaß da nochmal bei Goldies. Also hätte mir beim letzten Mal jemand eine Knarre am Kopf gehalten, hätte gesagt, du musst jetzt sagen, wer besser ist, Burger Vision oder Goldies, hätte ich gesagt, Burger Vision. Ich brauche den direkten Vergleich nochmal. Gesagt, getan, sage ich nur. Double Smash zuerst. Dieser Steak-Pfeffer oder was es auch immer ist, diese pfeffrige Note auf dem Fleisch, die sich mit dieser Kruste vereint, einen neuen Geschmack bildet. Immer wieder bin ich fasziniert davon. Geht über in diese käsige Note, Käse kommt rein, dann warm. Also ganz spezielle süßliche Note im Burger, vom Ketchup.
durch dieses Käsefeeling nimmt fast eine buttrige Note an. Martins Bun, so weich wie bei niemandem anders. Single Smash. Ich setze mich einfach kurz hier hin und snack, weil mein Bein tut weh. Diese Bestellung ist unmöglich für mich. Auf eins ganz besonders geachtet und das ist das Käsefeeling. Habe jetzt öfter schon von anderen Leuten gehört, dass dieses Käsefeeling nicht so geil war und ich hatte es letztes Mal auch. Beim ersten Mal Goldies, wo der so gut abgeschnitten hat, war es der Double Smash, der gut performt hat. Beim zweiten Mal war der zu käsig, dann hat der Single Smash performt. Jetzt performt wieder der Double Smash. Der Single Smash hat lange nicht so gut performt. Gurken auch nicht so on point wie sonst, das muss ich dazu sagen. Suchen wir mal eben eine andere Position, dann philosophieren wir mal kurz darüber, was wir machen. Und an alle, die gerne Essen bestellt, denkt dran, wenn ihr das nächste Mal Essen bestellt, tut es über die Uber Eats App mit dem Code HOLLE. Ab 20 Euro Mindestbestellwert für die Neukunden auf die ersten beiden Bestellungen jeweils 10 Euro. Jeweils 10 Euro sparen. So, zur Bewertung von Goldies. Ja, ich habe einen Zahnstocher im Mund. Ihr seht richtig. Ich habe die Bewertung schon in meinem Kopf, aber ich überlege, wie ich euch das sage. Ach, ich nehme diesen scheiß Zahnstocher raus, ey. Was schiebe ich hier überhaupt für Filme? Ich kann doch gar nicht reden. Ich kann den Vergleich nicht ziehen jetzt zwischen Burger Vision und Goldies im Bereich mit Kamera. Ich kann nur den Vergleich schießen zwischen ohne Kamera, undercover. Und man muss dazu sagen, Goldies hatte zwei Chancen jetzt. Das ist diese Problematik bei Goldies. Einmal performt Single Smash, einmal performt Double Smash. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Was nehmen wir jetzt rein? Das letzte Mal war der so. Ich bin echt überfragt gerade. Also ich muss mir, glaube ich, außerhalb dieses Videos eine Lösung dazu überlegen. Schreibt am besten ihr die Lösung hier rein. Wir sind alle Teil dieses Projektes in die Kommentare. Heute Double Smash 9 von 10 Punkten von mir, nichtsdestotrotz ein Downgrade und Single Smash 8 Punkte. Ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt werten soll. Ich werde vorübergehend die 9 Punkte vom Double Smash nehmen. Wir brauchen eine Lösung für dieses Problem. Helft mir gerne dabei. Kuss, wir sehen uns jetzt normal im Video weiter. Ich habe jetzt extra einen kleinen Spaziergang gemacht und ich kann euch auch sagen, was mir beim Goldies Burger gefehlt hat. Die Präzision, dieses Feingefühl, diese Liebe zum Detail, die hat mir gefühlt. Zwiebeln, Schlagabtausch zu den Gurken, zwischendrin ein bisschen Ketchup, Senf, McDonalds-Feeling, aber in geil, Sapschigkeit, diese eine Masse, diese Begeisterung, dieses Feingefühl, das hat gefehlt. Und deshalb konnte ich nicht mehr als 9 Punkte geben. So, und jetzt geht's weiter im Video. Ahmed, grüß dich. Du bist auf Video jetzt, ne? Nicht, dass du dich wunderst. Ahmed, haben dich deine Jungs schon angerufen? Ja. Also ich wollte dir nochmal eben persönlich Feedback geben. Erstmal nochmal für euch, Leute, mit Sicherheit, wenn ihr irgendwo hingeht, ist es der beste Burger in Hamburg, der beste Smash-Burger in Hamburg. Also ihr müsst zum Ahmed und diesen Burger testen. Man kann nicht von zwei Tests jetzt auf alle schießen. Heute beim Undercover war es zu doll gesmashed. Das war wie bei Goldies damals, bevor die sich einen Namen gemacht haben als der beste Burger Deutschlands. Da war auch, als ich hin bin, war zu heftig gesmashed. Und das war zu verhärtet. Ich würde es dir so gern präsentieren können, aber es war kompromisslos zu doll gesmashed. Das ist so ein schmaler Grat einfach, ne? Du weißt es selber. Das liegt aber auch daran, in der Mittagszeit versuchen wir die neuen Leute anzulernen. Wahrscheinlich hat er nicht gemacht. Das kannst du haben, ja. Dein Mann hat nicht gesmashed gerade, die anderen standen am Gerät. Das ist ja wahrscheinlich. Das ist auch vollkommen in Ordnung dann für mich. Du siehst ja, was da rausgeht und in der Regel geht er so raus, wie du ihn gestern bekommen hast. Deswegen mache ich mir, was das eigentlich schon mal keinen Kopf. Und ich finde, alleine schon Statement, bester Burger Hamburgs, ist schon sehr, sehr große Nummer. Genau, also ich werde sowieso den Chicken Burger nochmal undercover reinhauen, weil der bleibt jetzt vorerst als ungetestet nochmal in der Rangliste drin. Und der normale Doppelsmash kommt dann auch dran nochmal, wenn ich den teste. Da werde ich irgendwie einen Weg finden. Da klappt ihr sozusagen nochmal zweite Chance. Okay, wo darf ich jetzt fragen, wo er jetzt die gesamte Bewertung bekommen hat? 8,3 habe ich gegeben, weil es war wirklich die... Ich hätte es jetzt so gern gezeigt. Das Ding ist, du kannst ja das auch nicht wieder zurückproduzieren. Es war einfach zu trocken, zu doll gesmashed. Also es war sozusagen, musst du dir vorstellen, 50% waren saftig, der Rest war zu doll gesmashed und nicht mehr saftig. Oha. Mhm. Welche Punktzahl nimmst du jetzt? Genau, ich muss die 8,3 nehmen, aber der Chicken, der bleibt erstmal drin, weil den habe ich noch nicht getestet. Den mache ich ja immer ungetestet, undercover steht aus. Ja. Und der bleibt erstmal drin. Ja, okay, alles klar. Mhm. Und dann müssen wir gucken, wie er beim nächsten Mal performt. Ja gut, dann weiß ich Bescheid. Okay. Geil, die wirklich, ich habe noch im Video gesagt, es hat mich geschmerzt im Herzen, aber wir müssen natürlich immer bei allem fair bleiben. Ja, ja, alles gut. Aber die Leute sollen sich selber ihr Bild machen beim einzigfahren Ahmed. Alles klar, vielen, vielen Dank. Okay, sehr gerne, Brudi. Schönen Tag erstmal noch, ne? Ja, auch bis dann. Ciao, ciao, tschüssi. Okay, alles klar, weiter im Video.
Also ich mach's kurz und schmerzlos jetzt. Und ich werde nicht Welle machen, jetzt ein neues Video hier. Das macht keinen Sinn hier. Bester Burger Deutschlands. Das passiert, wenn wir einen neuen Burger am Start haben. Der das Ganze toppt. Für mich ist er im Moment ganz oben. Ganz oben. Ich würde ihm echt eine 9,5 geben. Dem Zulfi würde ich für den Burger heute eine 9,5 geben. Und Undercover, Leute, Undercover, der kriegt eine 9,5. Kannst nicht anders machen. Kannst du nicht anders machen. Aktuell der beste Burger Deutschlands. Kann man nicht anders sagen. So abgeliefert, so abgeliefert. Und nochmal ein Hauch drauf zu der Daddy. Ein Hauch nochmal drauf. Und das der einzige da oben, ganz oben. Kein Smash. Und Lilly's Beef Club auch noch. Der kommt jetzt undercover nächste Zeit. Oder ist schon. Ich weiß es nicht, ob ich das jetzt schon gemacht habe. Ich bin durch für den Tag. Ich bin durch. In dem Sinne verabschiede ich mich. Ganz dicker Kuss geht raus. Danke für den Support. Jahrelang. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst den Daumen oben scheppern. Kommentar da und ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal.